und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Ich habe die Herausforderung jetzt gerade nicht aktiv drin, aber ich hatte sie vor kurzem und darum ging es, dass man Wölfe töten musste. Und zwar bin ich jetzt hier aktuell im Quadranten J und J11. Das ist hier oben auf der Insel. Da gibt es den sogenannten Schlangenpass. Das ist dieser Pass hier, wo man so durchlaufen kann, wo ich jetzt gerade mittendrin stehe. Und da gibt es, wie ihr hier seht, jede Menge Wölfe. Also einen habe ich jetzt gerade schon mal getötet, aus Versehen mehr oder weniger. Hier laufen nochmal zwei rum. Wenn man jetzt nochmal ein Stückchen weiter runter geht, da laufen dann auch wieder mehrere Wölfe rum. Oberhalb von der Schlucht, also zumindest auf der Seite habe ich es eben gesehen, da sind auch nochmal Wölfe. Da hinten sind wieder neue Wölfe. Hier läuft einer rum. Und wenn man dann noch ein bisschen runter geht, da hinten laufen auch noch ein oder zwei rum. Wenn ihr also Wölfe töten müsst, könnt ihr das auch machen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Hunde am Strand mit dazu zählen. Das müsste ich mal ausprobieren. Ansonsten ist hier auf jeden Fall eine Schlucht, wo ihr echte Wölfe töten könnt. Beziehungsweise halt für einen Battle Pass, beziehungsweise für die Herausforderung töten könnt. Kann der Wolf mal aufhören, hier die ganze Zeit auf mich rumzutrampeln? Dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise weiterhelfen konnte, dann gebt ihm gerne einen kleinen Daumen nach oben, auch gerne einen großen. Und schaut euch doch auch die anderen Videos zum Thema Conan Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.